Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Und heute geht einfach irgendwie alles schief, was schief gehen kann, leider. Deswegen habe ich mir überlegt, hey, mache ich doch einfach mal ein Video dazu, weil nicht, dass ihr euch fragt, ja, will uns eigentlich verarschen oder so, oder was ist eigentlich Sache? So, jetzt möchte ich euch in diesem Video aber auch mal ein paar Sachen sagen, die schief gegangen sind. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Also, was ging als allererstes schief? Und zwar wollte ich das Twitch, also mein Twitch-Video von Outlast. Wir haben ja an der Stelle aufgehört, wo uns der Doktor unsere Fingerchen abgemetzelt hat, leider. Bin ich ja stehen geblieben. Und da habe ich ja auch 3 Stunden 25, 30 wieder aufgenommen. Nur, jetzt hat Twitch das Video gelöscht, weil es irgendwie älter als, was war das, irgendwie 3, 4, 5, 6 Wochen ist. Und eigentlich wollte ich das Video schon längst hochladen, aber habe es irgendwie verpeilt. Und jetzt ist die Aufnahme weg. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Also überlege ich mir halt natürlich, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, allerdings ohne Livestream. Ich kann es aber auch natürlich wieder mit Livestream aufnehmen. Das überlasse ich euch, was ihr besser findet, wenn ihr sagt, hey, hör mal, Linus, du kannst es gerne nochmal livestreamen, schauen Sie es gerne nochmal an, dann mache ich das gerne. Wenn ihr sagt, na, das muss nicht sein, dann auch okay. Ist natürlich ein bisschen sehr ärgerlich, wo wir auch gerade beim nächsten Thema sind. Ich wollte ja heute eigentlich eine Talkrunde machen. Dazu habe ich ja einige Videos hier auf meinem Kanal, wie ihr schon sehen könnt, gemacht. Und habe auch heute extra ein Video gemacht um 13.25 Uhr, das da heißt 18 Uhr Talkrunde Teamspeak. Und zwar habe ich da eben gesagt, dass ich die Talkrunde verschieben muss auf 18 Uhr. Wie viele Leute sind gekommen? Maximal 2 Leute sind gekommen, mit mir waren es 3. Wir hätten durchaus eine Talkrunde machen können, gar keine Frage. Allerdings kam die zweite Person erst 40 Minuten später. Und durch das ich zum allerersten Mal auf Hitbox streame, nehme ich mir immer eine Stunde, um ein paar Sachen auszuprobieren, ein paar Sachen auszutesten. Und deswegen konnte ich das Ganze nicht aufnehmen, was sehr ärgerlich war. Ich habe auch ganz ehrlich mit mehr Leuten eigentlich gerechnet. Also sicher mit mindestens 4 oder 5 Leuten mit mir inklusive. Deswegen war ich da doch ein bisschen, ich fand es schade. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Termin. Und es wäre natürlich super, wenn den einige von euch wahrnehmen könnten. Ihr müsst nicht, aber es wäre super. Und zwar wäre das dann am Dienstag. Und zwar Dienstag, der 3. Mai ab 20 Uhr. Ich werde das Ganze nochmal unten in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Infobox verlinken, reinpacken. Da habt ihr nochmal auch die ganzen Serveradressen und so drin. Und da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann dabei sein könntet. Ich werde mir auch wahrscheinlich so eine Stichpunktliste machen, so eine Liste machen mit Sachen, wo ich dann ein bisschen aufschreibe, so was könnte interessant sein. Ihr könnt mir auch natürlich eure Themen hier unten in die Kommentare schreiben für nächsten Dienstag, da weiß ich es nämlich auch schon. So, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, habe ich auch heute angefangen zu streamen auf Hitbox. Die Latenzzeit, die war grauenhaft, also die war noch schlimmer als bei Twitch. Ich weiß nicht, woran das lag, vielleicht an Open Broadcast, an Einstellungen. Jedenfalls war es interessant, ich habe gestreamt, aber mich hat man weder gehört, noch das Spiel, überhaupt nicht, beides nicht. Und das fand ich nicht wirklich toll, weil eigentlich habe ich damit gerechnet, ja, das funktioniert alles wunderbar, Steam, also den Streaming-Key eingeben, wie bei Twitch, und das Ding funktioniert. Bei meinen Testaufnahmen ging das auch, aber als ich dann angefangen habe mit der richtigen Aufnahme, irgendwie wollte dann nicht. Aufgenommen hat er zwar mit einer riesen Latenzverzögerung von irgendwie 10 bis 15 Sekunden, was Wahnsinn war. Und das Problem war halt einfach, ich konnte nicht, leider Gottes, mich hat man nicht verstanden. Jetzt habe ich 20 Minuten aufgenommen, den Outlast Whistleblower DLC, und habe dann auf einmal von einem Zuschauer gehört, ja, hör mal, dich hört man leider nicht. Und das fand ich wirklich toll, weil 20 Minuten habe ich aufgenommen und nie was gehört. Und das war richtig, richtig doof. Und ich muss gucken, wie ich das in den Griff kriege. Vielleicht streamt jemand bei euch auf Hitbox. Vielleicht kann er mir da ein paar Sachen noch zeigen. Vielleicht habe ich noch irgendwas falsch gemacht in Einstellungen. Aber es ging. Aber als ich dann auf die Gaming-Aufnahme, also auf den Gaming-Monitor gewechselt habe bei Open Broadcast, da hat er angefangen zu spinnen. Und das fand ich nicht so wirklich toll, weil bei Twitch lief es einwandfrei. Nur Hitbox hat diese Probleme. Und das fand ich nicht sehr toll. Also da Punktabzug in der B-Note für Hitbox finde ich nicht sehr gut. Und sollte ich das bis nächsten Samstag nicht hinkriegen, werde ich auf Twitch wahrscheinlich streamen. Kann aber auch sein, dass ich am Samstagabend noch ab 22 Uhr noch einen kleinen Stream mache.
Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Kann sein, dass ich auch mal einen spontanen Stream mache. Das muss ich mir auch überlegen, aber eigentlich wollte ich ja eben jeden Samstag streamen. Aber wenn das Ganze halt mit Hitbox nicht geht, dann muss ich es ja abblasen, leider Gottes. Wobei einige große YouTuber auch auf Hitbox streamen ab und an noch. Und es muss ja irgendwie funktionieren, weil es gibt einige, die auch Open Broadcaster benutzen. Also muss es irgendwie funktionieren. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr irgendwie Feedback habt in sämtlicher Form, könnt ihr mir das Ganze gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Also, das war es von diesem kleinen, schnuckeligen Video. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.